Ja, und ein herzliches Hallo hier, liebe Zuschauer. Das Studio Unbewölkt ist heute hier mal neben dem August-Horch-Museum anzutreffen. Und zwar ist es so, dass also das internationale Trabantfahrertreffen 2017 hier direkt im Werksgelände des Werkes 2 stattfindet. Ich bin also jetzt hier gerade am ersten Tag des Treffens. Und ganz interessant ist auch hier, man kann die Baustelle des Erweiterungsbaus, der also in diesem Sommer noch fertiggestellt werden soll, schon als Baustelle besichtigen mit der Führung des Geschäftsführers. Diese Impression will ich euch jetzt gerne mal zeigen. Mit dem Zugang des Erweiterungsbaus wird das Museum vergrößert von 3500 Quadratmeter bis auf 7000 Quadratmeter, also eine Verdoppelung. Der Ausstellungsfläche findet ja statt. Beziehungsweise das, was als letztes passiert ist, die letzten 25, 26 Jahre hier in Zwickau. Bentley Bentayga Karosse, wer das kennt, das ist dieses SUV von Bentley, 5,50 Meter lang, ein Riesen-Oschi, der steht hier, macht eine Projektion nach oben und hier geht es darum zu zeigen, was ist die Kompetenz von Volkswagen Sachsen hier in Zwickau, was hat sich, also das Thema des Autos, das vor dem Krieg hier in Zwickau entwickelt wurde und dann aber durch die. Deswegen mussten wir von der Mitte des vorderen Bereichs hier raus einen Fluchttunnel bauen und dann hat die Inszenierung hat sich da was Gutes überlegt und hat so eine Hochstraße gebaut. Also das wird dann hier noch, das Auto wird noch weiter vorgestellt. Die Inszenierung ist die moderne Stadt. Die Leute sind elegant gekleidet, so wie man sich das in den 50er, 60er Jahren vorgestellt hat. Wie sind die Damen gekleidet, wie sind die Herren gekleidet? Die haben sogar noch Schnauzbärchen, da der eine zum Beispiel Hut war selbstverständlich. Das sollte eher die Kappe. Das wird also, hier geht man dann rum und wird eben in dieses Thema Trabant. Industrie, wir werden auch so ein Vlies drauflegen, also so wie man es auf den Bildern sieht. So ein Vlies werden wir dann noch drauflegen, weil die meisten Leute sich überhaupt keine Vorstellungen machen können, was ist Duroplast. Ja? Und normalerweise riecht es ja auch und so weiter. Das können wir hier jetzt in dem Maße nicht darstellen. Und auch den Staub und so weiter wollen wir natürlich hier nicht darstellen. Da sieht man auch, wie der Boden dann aussehen wird. Der Boden ist hier schon drin, aber der ist jetzt halt schon geschützt. Und wie es aussieht, wenn dann alles beleuchtet ist. Wir haben im Augenblick so einen Schnitt von, also die letzten 10, 12 Jahre von ungefähr ja, 74.000 Besuchern. Das ist richtig, richtig viel. Also es gibt nur, würde ich mal sagen, 5% Museen in Deutschland, die, und jetzt nicht Automuseen, sondern Museen überhaupt, die mehr Besucher haben. Und dieses interessante Bauwerk verbindet dann das alte mit dem neuen Museum. Auch einige vertraute Stellen finde ich hier wieder. Im Hintergrund ist also hier die Eingangstür zur Tischlerei im Werk 2 zu sehen. Da habe ich ja auch einige Zeit gearbeitet. Ein Blick in die ehemalige Fertigmacherei. Hier wurde also der Trabant dann letzten Endes nochmal sauber gemacht, nochmal mit Verdünnungsmitteln abgewaschen. Und rollte dann hier also zu diesem Tor, einem dieser Tore heraus. Da gab es also hier drei Stück davon. Die anderen sind schon zugesetzt worden im Laufe der Zeit. Ja, hier war dann das Auto fertig. Die ganzen Trabantfahrer parken jetzt hier schon ihren endgültigen Stellplatz. Und man kann sich ungefähr vorstellen, wenn das dann bis morgen noch so weitergeht, da werden hier einige Trabis zu sehen sein. Hier habe ich jetzt noch eine Halle entdeckt, wo also hier verschiedene Sondermodelle stehen. Die Fahrzeuge werden dann auch alle später mal im neuen Zusatzbau des August-Horch-Museums stehen und die Trabant-Ausstellung dann vervollständigen. So auch hier einige Prototypen, die doch etwas eigenartig anmuten. Und hier noch ein sehr schön erhaltenes Kübelmodell der Grenztruppen der NVA. Also hier kann man wirklich nicht mehr viel weglassen, dann fährt irgendwie das Auto nicht mehr.
Und den Kübel gab es sogar als 1-1-Variante. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Doch ganz interessant. Ne? Also das ist dann hier mit Viertaktmotor. So, das war also hier der Tag 1 des Trabi-Treffens mit Erweiterungsbaubesichtigung. Und morgen geht es dann weiter. Das wird vielleicht auch noch ganz interessant sein. Ich werde da für euch mal vorbeigucken und mich später melden. Bis dann, tschüss.